Ich schau mal, ob ich live bin. Wunderbar, wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder. Sonntagmorgen. Kurz vor 10. So, ich werde das mal den Stream hier verteilen. Gleich geht's dann auch los. So, teilen. Na, wer bist du denn? Oh ja, eine kleine Mücke. Eine kleine Mücke. So. Nein. Also ich töte ja eigentlich nicht Tiere, aber Mücken und Zecken. Weiß ich nicht. So, hier noch eine Einstellung machen. 2 Minuten vor. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe alles. Guten Morgen, liebe Birgit. Schön, dich zu sehen. Hat das gestern noch gut geklappt? Wow, sind schon 4 Leute da. Yay, das freut mich ja ganz besonders. Schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch herzlich willkommen und fühlt euch wohl. Habt ihr was zu trinken? Kaffee oder Tee? Was trinkst du am liebsten? Ich habe hier mein Zitronenwasser und Kaffee. Damit fühle ich mich ganz wohl. So, haben wir auch schon 10 Uhr. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei Malen mit Anke. Ja, schön, das freut mich. Das freut mich, dass das alles gut geklappt hat. Wunderbar. Birgit und ich sind Kaffee hier. Ich bin auch eine Kaffeetante. Ich würde gerne Tee trinken, aber ich habe schon alles ausprobiert. Die Kräutertees, die schmecken mir nicht so gut. Und dann habe ich ausprobiert, Früchtetees, fand ich ganz lecker. Dann kriege ich Kopfweh. Ich glaube, da sind so viele Pestizide drin. Und dann habe ich es aufgegeben. Ja. Genau. So. Wie fangen wir an? Also, ich habe eine Umfrage gemacht und da hat, ich gucke noch mal jetzt ganz aktuell, wie die Abstimmung ist. Ja, Bild 2 hat gewonnen und ich habe eine Abstimmung gemacht, was wir heute Morgen malen. Und das hat gewonnen. Das ist raus und das ist raus. Und davon gibt es morgen das Shorts und am Dienstag die längere Version. Und die Echtzeitvideos sind dann bald zum Downloaden da. Also die anderen sind auch fast in Echtzeit. Das sind halt nur die längeren Sequenzen, wo ich, weiß ich nicht, Blätter male, Äste male oder so. Die mache ich dann schon mal im Schnelllauf. Und
Auf jeden Fall sind die Videos bald zum Downloaden da und im Mitgliederbereich hier bei YouTube. Ab der Kreativmacher Mitgliedschaft. Da ist auch noch eine neue dazugekommen und ich habe auch neue Kurse gebastelt. Das könnt ihr alles auf meiner Homepage finden. Da kann ich euch mal die Seite verlinken. Und wenn ihr Bock habt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Und was euch da noch fehlt, natürlich sind noch nicht alle Videos da drin. Guten Morgen, Karin. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Sind noch nicht alle Inhalte drauf, drin, aber die Seite wächst stetig und deswegen bin ich auch noch ein bisschen mit den Videos im Verzug, die zum Downloaden anzubieten. Das will ja auch alles bearbeitet werden. Das ist meine neue Internetseite. Und dann habe ich noch eine Frage an euch lieben, super lieben Menschen. Ich mache ja diese kleinen Quick-Tipps. Ne? Muss ich die Leinwand grundieren oder brauche ich Lösungsmittel für die Acrylmalerei? Welche so kleine Fragen haben euch oder beschäftigen euch? Das wäre total schön, wenn ihr mir das mal schreiben könntet, vielleicht in die Kommentare oder auch per E-Mail auf meiner Internetseite, auf meiner anderen Internetseite. Nee. Habe ich da eigentlich schon, weiß gar nicht, habe ich da schon ein Kontaktformular auf der neuen? Ja, habe ich. Ach, boah, bin ich fleißig. Genau, auf der alten und auf der neuen habe ich schon ein Kontaktformular eingebaut. Genau, es wäre schön, wenn ihr mir da eure Fragen, die ihr dann einfach mal schnell googelt, geben würdet, und dann mache ich da nämlich auch noch ein paar Fragen, also Quick-Tipps draus. Genau. Und alle Geschenke, die ich letzte Woche verschickt habe, sind super gut angekommen. Also sie sind nicht nur mit der Post sehr gut angekommen, sie sind auch so sehr gut angekommen. Und ich bedanke mich herzlich für euer Feedback. Und dann weiß ich, ich weiß sowieso, ich liebe, was ich tue, aber wenn ich dann so ein Feedback von euch bekomme, auch von der lieben Birgit und von der lieben Heike und von der lieben Claudia, dann, ja, dann hüpft mein Herz, ne? Das ist, ja. Und wer sich in meinem Kreis befindet, der wird halt beschenkt. Ich verteile immer Geschenke und ich liebe es einfach. Und ja. Natürlich liebe ich es auch zu nehmen, keine Frage. Und ja, YouTube hat ja jetzt so eine neue Super-Thanks-Funktion da eingebaut. Und hier im Chat könnt ihr so ein Super-Chat-Dings da machen. Und ich habe schon einen Super-Thanks bekommen und das ist total geil. Das hat mich so super gefreut. Und ja, da könnt ihr mir dann auch eine kleine Freude machen, wenn ihr möchtet, natürlich. Und wenn ihr könnt. Genau, das dann noch liebe Grüße an die liebe Heike und gute Genesung. Und dann wollte ich euch noch am Anfang erzählen, dass es bald ein neues Format hier gibt. Ich habe euch, glaube ich, schon ein paar Mal von Trutchens Kunstkanal erzählt. Und mit Trutchen werde ich etwas auf die Beine stellen. Und da werden wir heute sogar die erste Aufnahme machen. Also hier nach diesem Livestream werden wir uns treffen und dann werden wir was machen. Und das wird bestimmt ganz, ganz cool. Mehr möchte ich dazu doch nicht verraten. Ja, gut. Und dann verschenke ich diesen Monat diesen Stein. Wenn du den geschenkt haben möchtest, dann kannst du hier bei YouTube in meinem Community-Tab den Post, der dieses Foto hier von diesem Stein zeigt, kommentieren und dann fällst du automatisch in den Lostopf. Und den gleichen Post habe ich nochmal bei Facebook, also auf meiner Fanpage. Und wenn du das lieber bei Facebook machen möchtest, weil du nicht bei YouTube angemeldet bist, dann kannst du das den Beitrag bei Facebook kommentieren und
dann fällst du auch dann ins Töpfchen. Genau. Und der Versand dauert ein bisschen länger, weil du kannst mir dann sagen, was du gerne hinten draufstehen haben möchtest. Dann schreibe ich das noch, dann wird er nochmal neu versiegelt. Und dann kannst du den auch auf deine Terrasse legen oder ihn verschenken. Oder es gibt ja auch diese wie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da diese Friedhöfe, wo die Menschen dann bei den Bäumen wohnen, vielleicht sowas, könnte man auch gut dann an den Baum, Friedwald oder so heißt es. Habe ich es vergessen. Spontan vergessen. So, das war das. Das Steinchen. Dann werden wir heute dieses Bild malen und ich habe mir heute tatsächlich so ein paar Dinger hier aufgeschrieben. Ah ja, also den Quicktip. Wäre cool, wenn ihr mir da irgendwelche Fragen, die euch immer mal beschäftigt haben, auch ganz zu Anfang oder wenn du jetzt zu Anfang bist, hast noch nicht angefangen mit der Malerei, immer raus damit. Ich kann das sehr gut verarbeiten. Das habe ich alles schon bereitgelegt, nur kein Malgrund. Haha. Und ich habe mir jetzt so Markierungen gemacht, damit ich weiß, wo der Kameraausschnitt ist und ich da auch drin bleibe. Und das Erste, was ich eben gemacht habe, ist, diesen Punkt da wegzumachen. Lustig, ne? So ist es. So. Links zum Material findet ihr in der Videobeschreibung. Holzplättchen, Pinsel, die einzelnen Farben nicht. Ich glaube, ich mache auf meiner Homepage nochmal so Farben, die ich immer benutze. Und die werde ich dann da verlinken. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euch noch so fehlt. Und dann würde ich das gerne noch mit dazu tun. So, seid ihr bereit? Habt ihr Bock, mit mir zu malen? Das hat immer hier ein bisschen Verzug. Liebe Grüße, lieber Noah und liebe Lisa. Das ist ja schön, dass ihr heute auch dabei seid. So. Malt einer mit? Ja, Birgit, super. Ja, es ist Sommer, ne? Ist uns gestern auch schon aufgefallen. Es ist Sommer. Yay! Juti, dann, so, gut. Wir malen das Bild. Und dafür brauchen wir Weiß. Dafür nehme ich dieses Weiß. Vom Weiß könnt ihr euch ruhig immer viel bestellen. Da braucht ihr am meisten von. Und für Anfänger empfehle ich das kleine Format, weil du dann schnell fertig bist und du siehst, was alles möglich ist. Und dann kannst du dich ja steigern. Immer größer und größer und größer werden. So. Jetzt nehme ich noch Blau, das habe ich diesmal, also das habe ich von Artina, dieses Fatou-Dingster-Blau. Weiß auch nicht, warum die so komische Namen immer dafür nehmen müssen. Ups. Upsi. Grün, da habe ich das Olivgrün. Ach nee, ich muss da hier hinhalten, ne? Naja, irgendwann ist alles perfekt. Oh, vielleicht ist es dann auch langweilig, ne? Und dann haben wir noch Braun, Dunkelbraun, Van Dyck Braun.
Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu erzählen, aber naja. Ja, ich habe ein paar Mückenstiche. Aber ihr habt ja eben die Mücke schon gesehen hier. Gut, ich lege das mal hier beiseite und ich beginne mit dem Himmel und mit dem Wasser. Und dafür lege ich jetzt eine dünne Schicht Weiß auf. Ich hoffe, ihr seid startklar. Dafür nehme ich einen relativ breiten Pinsel. Und meistens male ich ja bis zur Hälfte weiß, aber dadurch, dass heute Wasser im Hintergrund liegt und die Farbe vom Himmel sich auch im Wasser widerspiegelt, mache ich das jetzt von oben bis unten. Eine dünne Schicht. Seid ihr noch da? Und jetzt nehme ich ein klein bisschen Blau dazu. Das ist wirklich ganz wenig. Und du siehst, wie schön das anfängt zu leuchten. Und ich fahre mit dem Pinsel einfach hin und her und gehe dann, während ich hin und her fahre, dabei runter. Und ich fange wieder oben an und ich gehe weiter runter. Jetzt mir das hier auf dem Wasser ist ein bisschen zu wenig blau, nehme ich noch ein bisschen blau dazu. Vom Wasser sieht man nachher nicht mehr so viel. Ja, und YouTube hat das neu gemacht, ne? Mit den Abstimmungen. Da kann man jetzt Bilder dazu fügen. Das werde ich jetzt jeden Sonntag so machen. Und dann könnt ihr euch ein Motiv aussuchen. Okay. Zwiebel auf die Mückenstiche oder Essig, wenn es juckt. Danke. Dankeschön. Ja, die jucken. Habt ihr auch dann so Megastiche? Ich glaube, früher war das nicht, oder? Ich musste immer so ein bisschen so gucken, weil ich hier mein ganzes Aufnahmegedöns habe. So, Himmel ist fertig, Wasser ist auch fertig. Seid ihr auch soweit? Das könnt ihr so lange hin und her streichen, bis euch das gefällt. Und ich nehme immer ganz wenig Farbe und ich empfehle dir auch ganz wenig Farbe zu nehmen. Dann kannst du in Schichten arbeiten und das bringt erstens viel Tiefe und du kommst viel besser klar. Sonst hast du kennst es bestimmt. Dann nimmst du Farbe und nimmst Farbe und du willst es noch besser machen, noch besser machen. Und irgendwann hast du nur noch eine grau-braune Matschepampe und bist völlig verzweifelt. Genau. Und deswegen nimm wenig Farbe. Und dann bist du flexibel und kannst Schicht für Schicht dein Motiv aufbauen. Juti, dann fange ich jetzt hier hinten an und da sind so Büsche und Bäume im Hintergrund. Dafür nehme ich jetzt einen anderen Pinsel. Ich nehme mal den hier. Der ist trocken. Der war jetzt nicht im Wasser. Der hat die Größe 6. Und ich nehme mal grün. Und ich gehe einfach hier hinten hin. Ich nehme wieder ganz wenig Farbe und setze hier hinten einen Uferbereich an. Ich nehme den Pinsel hochkant und
dann sie tupfe einfach so da drauf und dann entstehen ganz alleine durch dieses Hin und Her. An manchen Stellen ist mehr Farbe und an manchen Stellen ist weniger Farbe. Und dann entsteht der Eindruck, dass da Bäume sind und dass da Lichter und Schatten sind. Alles andere macht dein Gehirn komplett. Also das muss nicht im Detail gemalt werden. Und wenn jetzt die Farbe hier nicht so richtig mitgehen möchte, dann kannst du ein bisschen Wasser dazu nehmen. Ich tauche den kurz ins Wasser. Und dann können wir hier so ein paar Schlieren aufs Wasser setzen. Das ist dann automatisch die Spiegelung vom Ufer, von den Bäumen auf dem Wasser. Ich nehme noch mal eine dunklere Farbe hier. Aufs Ufer, ans Ufer. Jetzt ist mein Finger im Weg. Wasche den Pinsel aus und tupfe ihn trocken. Und dann nehme ich ein bisschen Weiß, das ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Und setze ans Ufer ein paar hellere Wasserschlieren. Bin ich zu schnell? Guten Morgen, Svetlana. Schön dich zu sehen, schön, dass du da bist. Und dann habt ihr schon einen schönen Uferbereich gemalt. Ganz einfach eigentlich, ne? Und das, genau, und ich hatte ja diesen Uferbereich, hatte ich euch als Video gemacht. Oh, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Ne? Oh, Cappuccino mag ich auch gern. Und ich komme gerade so mit dem Pinsel auf dem Malgrund an, ganz sanft, ganz zart und mit ganz wenig Farbe. So, und dann ist der hintere Bereich fertig und dann malen wir jetzt die Birke. Okay, sagt mal, bin ich nur bei Birke zu leise? Sonst muss ich das hier wieder aufhängen. Ich hatte das heute Morgen nämlich anders gemacht. Du, 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 du. Dann hänge ich das hier wieder genau vor meine Nase. So. So, ist es jetzt besser? Okidoki. Truppen hast du gefunden? Was für Truppen? Ja, Sommer ist schon schön. Aber wenn das Sommer ist schon echt geil, finde ich. Am Meer, wo die Luft halt schön geht. Ne? Hier in der Stadt, in der kleinen Stadt,
irgendwann wird es halt so drückend, so super schwül und dann da habe ich keinen Bock mehr. Ab dann habe ich keinen Bock mehr auf Sommer. Dann denke ich immer, ach, wie schön war das im Winter. Ja. Aber im Meer ist es natürlich traumhaft. So, dann wollen wir mal die Birke jetzt dahin malen. Und dafür suche ich mir jetzt einen Pinsel. Dann nehme ich den hier. Der hat die Pinselspitze ist hier so verbogen, weil der die ganze Zeit im Wasser stand. Sollte man nicht machen. Aber es ist ja gut, dass ich euch das mal zeigen kann. Also, wenn ihr eure Pinsel im Wasser stehen lasst, dann verbiegen sich die Borsten und die werden dann auch nicht mehr so super toll. Das passiert dann. Also am besten auswaschen, hinlegen zum Trocknen. Dann, wenn sie getrocknet sind, dann kannst du das dann so in dein Dings da tun. Und noch ein Link für Spachtel, okay? Ah, ich hatte letztens schon danach gesucht. Vielen Dank für die Erinnerung. Dann habe ich es nämlich wieder vergessen, weil ich es nicht gefunden habe. So, jetzt malen wir die Birke und dafür nehme ich jetzt einfach die braune Farbe und gehe von oben oder von unten, so wie es für dich am besten ist. Und hier, du siehst die Farbe, die will nicht so richtig mitgehen. Dann nehme ich etwas Wasser dazu. Dann wird das alles ein bisschen geschmeidiger. Und ich gehe runter. Und jetzt klappt schon viel besser. Und das muss auch nicht kerzengerade sein. So ein Baum wächst ja auch nicht kerzengerade. Der hat immer so ein paar Schwingungen da drin. So. Baden im Pool. Ja, das ist auch schön. Den Pinsel wasche ich jetzt aus. Und du kannst jetzt auch das Braun erstmal trocknen lassen und dann verwischt sich das nicht so doll. Ich gehe jetzt da drüber. Und gebe der Rinde den typischen Charakter einer Birke. Ich gehe einfach über das frisch gemalte Braun drüber. Ganz zart, mit wenig Farbe. Jetzt entsteht dadurch so ein beige, so ein helles Braun. Und gleich zum Schluss setzen wir dann noch mal richtig weiß drauf. Guten Morgen, Honey. Oh. Oh, danke schön. Oh, das schießt mir gleich Tränen in den. Danke schön. Das ist voll lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Sonntag, falls du wieder weg musst. Oh. Oh. Ich liebe es. Es ist halt einfach so großartig. Ja, Pinsel, Fächerpinsel. Okay, wir machen gleich mit dem Fächerpinsel. Ach, das ist so. Ach, das haut mich schon wieder voll um. Ihr seid so großartig. So, kommen wir mal weiter. So, ich nehme ja gerne, also aus meiner Sicht ist ein Malgrund, muss nicht so stehen. Den kannst du drehen, drehen, drehen und drehen. Ganz so, wie es für dich am gemütlichsten ist. Und bei der Birke ist es ja so, dass die Rinde auch
so wächst. Und bei vielen Bäumen wächst die Rinde ja so von oben nach unten. Also die Struktur hast du so von oben nach unten. Und bei der Birke ist es ab. Du kannst auch mal versuchen, da so eine weiße Schicht abzuziehen. Also die lässt sich dann so rundherum abziehen. Und damit das einfacher ist, das zu malen, kannst du dir den Malgrund so hinlegen. Dann brauchst du nämlich nicht so, sondern du kannst einfach den Pinsel nehmen und von oben nach unten in kleinen Bewegungen. Das ist viel einfacher, viel komfortabler, ohne die Hand zu verbiegen, zu verdrehen. Und das gleiche von der anderen Seite. Tamara, unser Hund träumt. Wie süß ist das denn? Habt ihr das gehört? Mäuschen. So. Oh, danke schön. Danke schön, Honey. Oh, Honey, Honey. Ja, das Leben ist schön, ne? Ja. Ah, ja, das ist ja eine gute Idee. So ein drehendes Mal, ich habe eine Dekoriertelle für Kuchen. Ja, cool. Ja, das ist ja eine coole Idee. Herzlichen Dank dafür. Sehr cool. Gut, dann gehen wir weiter. Und ich nehme einen kleinen Pinsel. Und dann gebe ich hier ein bisschen Struktur drauf. Jetzt von oben nach unten. Ja, und dann habe ich ja neue Kurse auf meiner Internetseite. Da könnt ihr mal gucken. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Dann können wir noch ein paar hellere Stellen machen. Und das ist das, was ich meine, ne? Wenn ihr in Schichten arbeitet, dann bekommt das Tiefe und ihr habt keine Farbenmatschenpampe auf dem Malgrund. Und es entwickelt sich von Schicht zu Schicht. Und wenn das Bild irgendwie aussieht wie so eine blöde Kritzelei und ihr nicht zufrieden seid, dann fehlt wahrscheinlich nur noch eine Schicht, dann ist halt das Finale noch nicht erreicht. Heute ist die Bildqualität nicht so gut.
Ich finde es schön auch, dass du immer unter der Woche dich immer meldest. Das tut mir gut. Sehr gern. Sag doch mal, wie ist denn bei euch die Bildqualität? Bei mir ist die eigentlich ganz gut, außer dass ich jetzt ein Standbild habe, oder? Sonst könnte ich gucken, was in den Einstellungen ist. Von mir. Warte mal. Ich guck mal hier gerade in den Einstellungen. Muss es vielleicht näher ran? Und dann könnte ich noch ein bisschen runter. Oder warte mal. Ich kann das ein bisschen näher ranholen. Und den Fokus optimieren. Ich muss die Hand hier mal gerade drunter halten, dass ich am besten an meinen Falten auf der Hand, ob das scharf ist. So, schärfer kriege ich es nicht hin. Übergang. So. Okay. Jetzt kriege ich richtig Farbe. Okay, ich habe es jetzt ein bisschen optimiert. Also ihr seht das ja immer ein bisschen später. Ich, okay. Vielleicht ist es so besser. Ich habe es ein bisschen näher rangeholt. Wird mir richtig warm. Ich bin da noch nicht so der Profi in dem, mit der ganzen Technik. Da bin ich immer ganz froh, dass es läuft. Und, ja, natürlich möchte ich, dass das alles optimal ist. Und das ist schon wieder der Perfektionist, ne? Wenn du den Perfektionisten in dir hast, dann lass dich von denen nicht abhalten. Auch wenn es nicht perfekt ist, ist es gut. Das sage ich mir jetzt selber auch. So, jetzt nehme ich einen Schlepperpinsel. Die Pinsel sind auch in der Videobeschreibung zu finden. Ich glaube, 18-teilig ist dieses Set, oder? Birgit, du bist es doch bestimmt wissen. Und die sind wirklich toll. Ich habe schon, weiß ich nicht, wie viele Bilder damit gemalt. Und ich setze an. Die Farbe ist relativ flüssig. Ich drehe den Pinsel auch ein bisschen beim Drüberfahren. Und jetzt zaubere ich hier einfach ein paar Äste hin. Und wenn die Farbe nicht so richtig mitkommen möchte, dann kannst du noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Und dann läuft das ganz geschmeidig. Und wie mit allem, Übung macht den Meister. Otto, guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Typischer Tippfehler. So, machen wir mal hier oben noch ein kleines Ästchen an die Seite. Wir schauen mal, wie es bei der Vorlage war. So war es bei der Vorlage. Ich hatte das noch mal. Das sind mir mal ein bisschen zu viele Blätter geworden. Aber wir können das ja jetzt machen, wie wir möchten. Das ist ja das Schöne, ne? Das ist wie man mit dem Verfahren. Da wollte man eigentlich schon immer mal hin und sich die Gegend anschauen. So ist es beim Malen auch. Ach, das genau so wollte ich es machen. Und bei den Birken ist das so charakteristisch, dass die so ein, wie so ein kleines Häuschen unter den Ästen haben. Hier so ein. Das sieht aus wie so ein kleines Dach unter den Ästen. Ja. Das passiert mir auch. Und bei WhatsApp ist es auch lustig, ne? Das ist ja, oder was man auch immer mit dem Handy schreibt, da ist ja, die machen die Worte ja automatisch.
Und da schreibt man auch die tollsten Dinge, ne? Prösterchen, ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, alle, die dazugekommen sind. Jetzt sind wir schon 8. Geil. Herzlich willkommen alle. Schön, dass ihr da seid. Neun. Und, vielleicht war es das, was ich noch sagen wollte. Ich habe 4000 Abonnenten. Yay! Also 4010 steht da sogar schön. Yes. Und wisst ihr was? Also ich habe so eine coole Idee. Ich bin ja schon irgendwie, überlege ich, was macht man denn? Und die ganze Politik dreht ja durch, ne? Und deswegen weiß ich auch, so ein Imwohnmobil. Im Wohnmobil einfach durch die Lande reisen, Lande reisen, ja, so sagt man es, ne? Und dann könnte ich bei euch vorbeikommen und Kurse geben. Das könnten wir zusammen malen. Das wäre doch. Wie findet ihr das denn? Danke. Trutchen ist da. Ja, Trutchen. Ja, von dir habe ich ja schönen guten Morgen erstmal. Schön, dass du da bist. Trutchen macht ganz tolle Keramik und sie malt auch ganz wunderbar und sie hat ein enormes Wissen. Und dieses Wissen werden wir dann etwas verpacken, aber mehr wird nicht, noch nicht verraten, da hatte ich ja heute Morgen schon was von erzählt. Und Dankeschön. Und ja, geht da mal gucken. Super abgefahrene Sachen und natürlich mit ganz, ganz viel Liebe. Und das sieht man auch. Und die Videos sind so schön. Die machen mir auf jeden Fall sehr, sehr gute Laune immer. So, ich habe jetzt hier einen Fächerpinsel. Und den habe ich jetzt feucht gemacht. Jetzt gehe ich hier ins Grün. Und jetzt wird das ein bisschen flüssiger. Und ich setze hier. Und du kannst erstmal, wenn du dir nicht sicher bist, was macht der Pinsel überhaupt? Wie sieht die Struktur aus? Was macht er den Abdruck, den ich auch gerne hätte? Dann kannst du das erstmal auf einem Stück Papier ausprobieren. Oder wenn du auch so eine Silikonmatte hast, dann kannst du so ein bisschen an der Seite probieren, wie sieht das überhaupt aus, wenn ich das dann auf den Malgrund tupfe. Und das mache ich jetzt hier. Und ich setze hier einfach ein paar Blätter an. Und auch da empfehle ich dir, den Pinsel nicht mit so viel Farbe zu laden. Lieber von Schicht zu Schicht. Das ist ja schön, dass das Trutchen da ist. Das liebe Trutchen. Ach ja, wie war das denn hier? Da kamen noch von der anderen Seite kamen noch Äste, ne? Also machen wir ein bisschen Blätter. Machen wir noch ein bisschen hier so. Düpp, 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 düpp. Ganz so, wie es gerade kommen möchte. Hier gehen die Blätter ein bisschen nach unten. Und wenn die Farbe nicht so richtig mitgehen möchte, dann kannst du noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Das mache ich jetzt auch. Ganz kurz ins Wasser getunkt. Und dann können wir noch ein paar Äste malen. Dankeschön. Und dann kommt von hier, von der anderen Seite ein Ast. Und von hier oben kommt noch ein Ast.
Ja, der kann ein bisschen dicker werden. Vielleicht kommt von da oben einer runter. Du kannst auch, wenn du Äste malst, den mit dem Pinsel so zittern, also so stocken, so. Dann wird der Ast so ein bisschen kantiger. So ist es eigentlich auch in der Natur. Die sind seltener. Es gibt auch Bäume, wo das so richtig schön in Rundungen sind, die Äste beim Haselnuss-Korkenzieher zum Beispiel, da ist alles schön rund, aber meistens sind da doch irgendwie ist das so ein bisschen kantig. Genau. Und bei mir sind schon 7 Daumen nach oben und jetzt sind wir 13 Leute schon. Das ist ja großartig. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Jetzt nehme ich noch eine hellere Farbe dazu. Was nehmen wir denn? Ich nehme Cadmiumgelb. Und dann kommen jetzt oben drauf nochmal Blätter. Der Pinsel kommt aus dem Wasser, ich tupfe ihn ab. Wenn die Farbe zu kompakt ist, dann kannst du Wasser dazu nehmen. Erstmal gucken, was macht er überhaupt. Und dann gehen wir hier auf den Malgrund. Und setzen nochmal nicht überall Highlights auf die Blätter. Wenn sich das jetzt hier so ein bisschen vermischt mit dem Grün, ist das nicht schlimm. Das ist immer schön, wenn da verschiedene Töne entstehen. Bisschen flüssiger. Ja. Ja, du bist ja bald im Urlaub. Ach, wie schön. Italien. Italien. Wir sind, wir Kinder waren, ich habe ja noch einen großen Bruder, sind wir auch jedes Jahr nach Italien gefahren. Nach Porto, St. Giorgio. Ach, so schön. So schön. Ich war schon so lange nicht mehr im Urlaub. Noch ein bisschen hier, ein bisschen dunkler. Dann bin ich ja mal gespannt, was ich gleich mit der lieben Trude malen werde. Sie ist die Führerin. Darf man das heute noch sagen? Man weiß es nicht so genau. Ich möchte jetzt hier gerne noch so einen Ast haben. Dafür nehme ich wieder den Schlepperpinsel. Und setze hier noch einen Ast hin. So, jetzt können wir noch die Ränder, die letzte Schicht für die Ränder draufsetzen. Dafür nehme ich einen kleinen Pinsel, das ist ein kleiner Rundpinsel in der Größe 2. Gehe mal kurz mit dem ins Wasser. Und tupfe ihn trocken.
ich gehe in das Weiß und nehme nur ganz, ganz wenig Farbe und setze hier oben nochmal weiße Highlights hin. Gerne auch nochmal von links nach rechts zu wischen. Hier oben, wo die Blätter sind, da würde ich nicht ganz so hell machen, weil die Äste und die Blätter Schatten werfen. Und dann ist es da, umso mehr Blätter da in der Umgebung sind, sind auch mehr Schatten. Also da würde ich dann nur sparsam hier und da die Rinde hervorholen. Genau, hier ist ja der See und wir stehen jetzt hier so am Ufer und da steht die Birke. Und neben der Birke, also hier, stehen noch weitere Bäume. Und von den Bäumen, die hier so an der Seite stehen, kommen Äste darüber. Man kann natürlich auch hier noch einen Baum stammen, aber von mir aus möchte ich jetzt einfach nur, dass hier ein Baum steht, den man nicht sieht. Einfach nur ein paar Äste ragen von dem darüber. Ja. Hier habe ich das auch. Aber so eine Vorlage ist für mich einfach nur eine Vorlage, so eine Richtung. Es gibt mir nur eine Richtung. Wenn du nach einer Vorlage arbeitest, dann empfehle ich dir auch, mach dich locker. Es muss überhaupt nicht so aussehen wie auf der Vorlage. Das Wichtigste ist, dass du mit dir bist, dass du in deiner kreativen Welt bist und dass du das schön versinken kannst in deinem Tun und ein schönes Ergebnis in kurzer Zeit schon hast. Und wie schön wäre es, wenn du vielleicht ein Lieblingsmotiv hast, ein schönes Foto von deinem letzten Urlaub oder du warst mit einer lieben Freundin im Urlaub und da habt ihr euer super Lieblingsmotiv als Foto geschossen und du malst das dann. Stell dir vor, du kannst überhaupt gar nicht malen, vielleicht ist es ja auch so, und du denkst, nee, oder was könnte ich ihr Schönes zum Geburtstag schenken? Und dann denkst du, ach, vielleicht schenke ich ihr einen Kunstdruck von dem Bild auf Leinwand, aber noch cooler finde ich, wenn du das Motiv für sie dann malen würdest, oder für ihn. Ja. Und wenn du in so einem kleinen Format malst, dann kannst du das ganz schnell umsetzen, gut umsetzen, auch wenn du keine Ahnung hast. Und ja, I don't know, warum ich das jetzt erzähle, aber okay, ich bin vielleicht etwas, ich bin auch irgendwie durcheinander, liebe Birgit. Ja, und wenn ihr die Rinde nicht pinseln wollt, dann könnt ihr auch mit dem Spachtel arbeiten. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Und zwar ein klein wenig Farbe an den Spachtel. Dafür könnt ihr die Farbe einmal glatt streichen und einmal hier sowas hier so aufnehmen. Dann entwickelt hier sich so eine kleine Wurst. Und dann kannst du hier an der Rinde ansetzen und einfach hier so rüberziehen. Und so kannst du das auch machen. Ist jetzt natürlich ein bisschen viel. Aber genau. Und dann können wir das mit dem Braun auch machen. Jetzt habe ich hier so wenig Platz. Warte mal. Schon erstaunlich, wie das mit dem Alter so ist, mit dem Gucken. Ne?
Ja, einfach dunklere Stellen draufsetzen. So kannst du das auch machen mit dem Spachtel dann. Birgit, bist du noch da? Ich wollte dich nicht durcheinander bringen. Alles in Ordnung? Und so kann man auch einen Birkenstamm malen. Was gefällt euch denn besser? Silvia, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, dich habe ich noch gar nicht gelesen. Toll. Herzlich willkommen. Genau. So könnt ihr das machen. Da können auch noch mehr Blätter hin, aber wie gesagt, auf meiner Vorlage, da habe ich dann nachher noch ein bisschen rumgemacht. Das war mir ein bisschen zu kompakt. Das ist jetzt ein bisschen fluffiger. Das gefällt mir besser. Aber es ist Geschmackssache, ne? Der eine möchte lieber Tee und der andere lieber Kaffee. Und der andere fährt lieber VW und der andere fährt lieber, was weiß ich, Mercedes. Audi. Habt ihr noch Fragen? Ich bin sehr gerne noch für euch da, wenn ihr irgendwie irgendwelche Fragen habt, wie man irgendwas noch irgendwie besser malen kann, dann könnt ihr mir jetzt Fragen stellen. Nochmal ein Schlückchen Kaffee aus meiner schönen Katzentasse. Ja, Tassen, ne? Trutchen macht ja so geile Teller und Schüsseln und Tassen. Super. Bei dir sieht das so gut aus, bei mir ist das ein Geschmäre mit dem Spachtel. Ja. Ja, das da kann man nur üben. Üben, üben, üben und wenig Farbe. Wenig Farbe und den Spachtel ganz leicht ansetzen. Also, wir können da gerne noch ein bisschen. Guck mal. Was sieht man am besten? Die dunkle Farbe? Du kannst am besten, wenn du jetzt hier so eine Farbe hast, also du hast jetzt hier deinen Klumpen Farbe, ne? Jetzt habe ich hier wenig Platz, weil ich hier schon so viel rumgematscht habe. Dann streichst du die Farbe ein bisschen flach. Dann gehst du mit dem Spachtel auf dieses Flachgedrückte und nimmst das so auf und dann hast du da unten minimal Farbe dran. Und dann kannst du das schön verteilen. Und dann nimmst du noch ein bisschen was Farbe, indem du da wieder hingehst und das dann wieder so aufnimmst. Und dann kannst du das so spachteln. Bin nicht die eigene Hand im Weg. Und die Farbe flach streichen, mit der Kante die Farbe aufnehmen. Und dann entsteht so ein kleines Würstchen da am Rand. Wenn du eine Wasseroberfläche, haben wir ja hier, eine Wasseroberfläche gemalt, dann kannst du, ich mache mal gerade hier den Spachtel sauber, mache das mit dem Weiß. Dann haben wir hier diese Wurst.
Und dann kannst du auch eine Wasseroberfläche noch ausarbeiten, indem du auch wirklich nur ganz zart mit dieser Kante auf deinem Malgrund ankommst und du versuchst, das erstmal so hochkant anzusetzen. Da wird nicht viel passieren, weil an dieser schmalen Kante ist keine Farbe. Du hast die Farbe ja hier als Wurst an den hinteren Bereich angesetzt. Und du setzt den Spachtel auf deinen Malgrund und indem du den etwas kippst, kommst du in den Bereich, wo die Farbe ist, dann ziehst du rüber. Und wenn nichts passiert, so wie jetzt, dann musst du noch ein bisschen mehr den Winkel setzen. Und dann kannst du die Farbe ganz zart verteilen. Und dann nehme ich wieder ein bisschen Farbe, dass da so eine Wurst entsteht. Ansetzen und dann mit dem Spachtel einfach hin und her. Und wenn da noch keine Farbe kommt, dann muss der Winkel zum Malgrund ein bisschen mehr gekippt werden. Und dann bleibt die Farbe dann da. Dankeschön. Ja, dafür mache ich das. Den Profis kann ich nichts beibringen. Und ich weiß ja genau, wie es ist. Ich habe so angefangen. Ich habe das nicht studiert. Das kam wie aus dem Himmel geschossen. So, du malst jetzt. Und ich hatte auch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und habe einfach angefangen. Ich habe mir Tutorials angeguckt und dem Maler, den ich damals verfolgt habe, ist Tim Gagnon. Und ja, dann habe ich einfach geguckt, was macht er? Und ich bin ja durch alle Prozesse gegangen. Ne, da war kein Lehrer, der hat gesagt, ja, das hast du jetzt, aber du musst das besser so machen und du musst das besser so machen oder mir das vis-à-vis beigebracht. Deswegen weiß ich ganz genau, was nicht klappt, weil ich das alles genau so gelernt habe. Und deswegen sage ich ausdrücklich für Anfänger. Ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn da eine Matschepampe auf einmal auf dem Malgrund ist und du denkst so, nein. Aber da sieht es doch so einfach aus. Wieso ist es bei mir nicht so? Ja, meistens zu viel Farbe, zu viel Farbe, zu viel Farbe. Es kann auch sein, dass die Farbe von der Qualität nicht so gut ist. Das kann natürlich auch super gut sein, denn so richtig günstige Acrylfarbe, die ist meistens flüssig, die ist meistens nicht so leuchtend und da sind nicht viele Pigmente drin, sodass die eher transparent ist. Und dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie ein Bild aufzubauen. Und damit die Farbe überhaupt sichtbar ist, musst du viel Farbe nehmen, damit man die überhaupt sieht. Und deswegen empfehle ich schon auf Marken zuzugreifen. Ich nehme ja auch hier diese Marke oder auch andere. Die sind vom Preis auch nicht schweineteuer. Und du kannst auch immer spätestens beim Markenprodukt hast du hier die Kennzeichnungen, wie ist die. Wie heißt das jetzt? Wie deckend die Farbe ist. Die hier ist volldeckend, die hier ist volldeckend und wenn dieses Viereck nur halb ist, dann ist es halb transparent und wenn das Viereck ganz hohl ist, nicht ausgefüllt ist, dann ist es transparent. Also, und bei den günstigen Farben hast du diese Kennzeichnung meistens gar nicht. Und da brauchst du dann auch viel Farbe, um überhaupt Farbe auch sehen zu können. Genau, deswegen nimm ruhig Markenfarbe und so im mittleren Preis. Ich habe auch so Anfängersets, habe ich auch in der Videobeschreibung reingesetzt,
Die Marken empfehle ich einfach. Und du wirst sehen, du erzielst ganz andere Ergebnisse. Also es ist einfach so. Und ich weiß gar nicht, diese hier habe ich, lass es 5 Jahre her sein, als ich die gekauft habe. Hier mit der Marke Revis habe ich damals angefangen. Die Farben, ich war natürlich total begeistert, als ich angefangen habe und die ersten guten Ergebnisse erzielt habe. Und bei mir ist wirklich was erwacht. Und dann habe ich so eine Riesenbestellung gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit 20 von den Revis-Farben geholt und ich liebe diese Marke einfach. Es ist im Moment schwierig zu bekommen. Ich glaube, ich liebe sie, weil ich damit angefangen habe. Ich hatte auch damals mein erstes Auto, ein Käfer, und den liebe ich halt auch. Ne? Das ist einfach so. Mit dem, was du anfängst und gute Ergebnisse erzielst, das liebst du dann einfach. Und diese Farbe, die ist schon 11 Jahre oder so alt und diese 5, 8, keine Ahnung. Und die werden ja nicht schlecht. Und deswegen kann es ruhig so eine Tube, ich weiß ja gar nicht, wie viel die kosten, 10 Euro oder so, 12, 15 Euro. Guten Morgen, Uwe. Und du wirst es sehen, du wirst es einfach sehen. Bei der billigen Farbe ist es auch so, wenn du mit dem Pinsel dann hin und her fährst, wenn du mit der Farbe so hin und her fährst, dann schiebst du die meistens nur von dieser Position auf die nächste Position. Aber du hast hier dann nichts mehr. Deswegen kauf dir mal so ein paar Tuben, also so ein Set. Mein Mann lacht sich immer kaputt, wenn ich Set sage. Set. Also ich sage immer Set. Und dann sagt er, das heißt so und so. Ich kann das gar nicht aussprechen. Ich habe vielleicht irgendein, da habe ich ein Zungenproblem oder vielleicht sind meine Zähne zu groß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich in der Videobeschreibung zwei verschiedene Sets reingesetzt. Die sind mit 20 Milliliter oder so. Nee, sag mal, 10? Genau. Ach ja, und ich habe angefangen mit so einem Set, mit so kleinen Tübchen. 12 Milliliter ist das. Und das ist original noch davon. Das ist original noch davon. Und die Fleischfarbe ist super klasse für Sonnenuntergänge zu malen. Fleischfarbe hört sich auch schon irgendwie abgefahren an. Ne? Guck mal hier, der Deckel fällt schon auseinander. So alt ist das Material. Aber die Farbe ist halt noch gut. Die Farbe ist perfekt. Da musst du keine Angst haben. Und wenn die Farbe alt ist, dann wird die höchstens ein bisschen kompakter. Da geht halt, ist ja Wasser mit drin, dann geht das Wasser in der Farbe etwas weg. Dann kannst du destilliertes Wasser nehmen und das, also ganz wenig nur. Und dann das schön, oh, schön vermischen, dass es dann schön pastös wird, wie du es halt möchtest. Von der Konsistenz so wird, wie du es möchtest. Also, da kannst du auch ruhig große Gebinde nehmen. Das ist ja kein Eintopf, ne? Ist Farbe. Dankeschön. Das ist lieb, Karin. Ja, da gibt man auf jeden Fall nicht umsonst Geld aus. Ich freue mich schon so sehr auf unser Treffen gleich, Trutje. Das wird bestimmt toll. Ich bin ein bisschen nervös, ne? Wenn ich hier mit so einer professionellen Künstlerin arbeite. Dann guck mal hier, wenn da jetzt die Sonne wäre zum Beispiel, wir machen hier hinten einfach mal so einen Sonnenuntergang hin.
einer Sonnenuntergangsstimmung. Und das ist auch schön bei Acrylfarben, ne? Du kannst immer drüber malen. Und dann spiegelt sich das auf dem Wasser wieder. Und guck mal, wie schön die Farbe ist. Ich liebe diesen Farbton einfach. Und schon ist eine ganz andere Stimmung. Jetzt bin ich hier so ein bisschen über die Ränder gegangen, das ist nicht schlimm, da gehe ich gleich dann nochmal drüber. Und jetzt setze ich hier eine kleine Sonne hin. Ne, das ist zu dick. Da spiegelt sich der Schein auch ein bisschen auf dem Wasser wieder. Und jetzt die Birke noch reparieren. Und das ist das Schöne an Acrylfarben. Du kannst direkt drüber malen. Und wenn du es nicht direkt machst, weil zu viel Farbe ist und das dann eingematscht wird, lässt es trocknen und dann kannst du dann drüber malen. Es ist wirklich super, super, super schön für Anfänger der Malerei. Und dann kannst du ja später, kannst du größere Bilder malen oder Ölgemälde malen. Ich habe auch ein paar Ölgemälde gemalt. Das ist, ich liebe Ölfarben. Die sind so samtig, so weich, so. Und das dauert länger, bis sie trocknen, aber du kannst so richtig schöne, sanfte Farbverläufe machen. Aber für Anfänger empfehle ich Acryl. Genau. Du hast die Grundtöne und dann kannst du Primärfarben mischen. Irgendwie so. Trutchen ist da. Wenn ihr da Fragen habt, geht mal bei ihr auf den Kanal. Und sie kann euch dieses Fachwissen vermitteln. So, habt ihr noch Fragen? Findet ihr den Sonnenuntergang jetzt auch so schön? Wow, wir sind 13 Leute hier. Toll. Ich freue mich total. Uwe, ich habe deine Nachricht, das sehe ich jetzt erst. Nachdem ich gefühlt schon 50 Videos von der Engel sende, bin ich das erste Mal live dabei. Oh, du machst das ganz toll. Danke dafür sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine lieben Worte, Uwe. Dankeschön. Dankeschön, Trutchen. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würde ich Feierabend machen. Aber ich warte noch einen Moment. Vielleicht kann ich noch etwas für dich tun. Wir gehen heute noch nach Jülich. Wir wohnen ja hier in Jülich in Nordrhein-Westfalen und da ist Stadtfest. Da waren wir gestern schon mal, also gestern waren wir ganz normal zum Einkaufen in Jülich. Und da ist auch ein schöner Laden für Hundefutter, Fressbarf, wer es noch nicht kennt, die liebe Nadine. Eine ganz zauberhafte Frau. Da waren wir auch für den Hund Mamfi holen. Und heute geht's nochmal in die Stadt. Freue ich mich schon. Schönes Wetter. Aber leider ohne Hund, weil die schon so alt ist. Die schafft die Strecke nicht mehr.
Gut, ich sehe nicht mehr, dass ihr irgendwelche Fragen habt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ist ja heute wieder wunderschön für dich und deinen Mann. Noch einen schönen Sonntag für andere natürlich auch. Ach, ihr seid alle so unfassbar lieb. Ich liebe euch alle einfach. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag und verschwindet in eure kreative Welt. Lasst den Fernseher aus, schaltet das Radio ab, schaut euch Sachen an, die euch gut tun, die euch nähren, die euch Kraft schenken und die Medien einfach ausschalten. Lasst euch keine Angst machen. Und wir sind nicht da, wir erleben das alle nicht. Wir müssen vertrauen, aber ob wir vertrauen können, das weiß ich nicht. Also alle Geräte abschalten und zieht euch das rein, was euch gut tut. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht ärgern. Und ärgert auch keinen anderen. Dankeschön. Ach, ihr seid göttlich. Wunderschön. Ich freue mich auf euch am nächsten Sonntag und zwischendurch bin ich natürlich wieder für euch da. Und nächste Woche gibt es dann die einzelne Sonnenblume, die auch in der Abstimmung war. Und mal gucken, was noch. Trutchen und ich werden jetzt da mal gucken, was wir auf die Beine stellen können. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für euch. Eure Anke.